Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Wir waren hier kurz vor Lockhart stehen geblieben und wir gehen jetzt zu ihm rein und eliminieren ihn. Panzermodus aktivieren. Megatritt. Ah. Leck mich, Blechdose. Nee, nee. Und weg. Autsch. Autsch. Okay, wir haben eine neue Sniper. Die M2014 Gauss und wir werden direkt beschossen. Oh, wir haben gar keine Munition für die. Also wir können keine Munition von der einsammeln. Und jetzt bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prison. Rüber da, so schnell wie möglich. Oh, die Sniper ist schon nice. So, wir müssen jetzt hier irgendwie raus. Ich möchte jetzt hier nicht allzu lange dafür brauchen. Deswegen kann ich hier runterspringen, ja. Springe ich hier runter und da liegt er nochmal. Naja, egal, er hat's verdient. Sag ich jetzt einfach mal so. So, kurz nochmal Energie aufladen. Hab ich irgendeiner gesehen? Ach, da. Hat keiner gemerkt, dass ich entdeckt wurde. So. Wir sind schon fast da. Hier lade ich mich auch nochmal kurz auf von der Energie her. Ihr kennt es ja mittlerweile. Und dann sind wir auch gleich da. Wir müssen nur noch ein bisschen laufen. Ach, da sind schon wieder ein paar. Nehmen wir die. Scheiße. Ja, komm schon. Danke. Das hat aber lange gedauert. Oh, verdammt. Ach, der ist am Geschütz. Nee, ist er doch nicht. Sah grad so aus. Du hast keinen Sichtkontakt mehr. Nein. Das denke ich nicht. Funktioniert nicht, also. Hoch damit. Oh shit. Das war wohl die MP-Falle. Was? Danke, Miss Strickland. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Und dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. What the fuck? Die MP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Okay. Da haben wir gerade Tara Strickland gesehen und die Stimme von Hargreave gehört. Und das war scheinbar nicht die EMP-Waffe, die wir deaktiviert hatten, sondern eine andere. Frontsoldat, fürchte ich. Ohne Masken. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. What? Ah, mein junger Freund, ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen, aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Ja, wenn es mal aufhören würde zu ruckeln.
dann wäre das Ganze auch wohl ganz gut. Dann fangen wir mal an. Nein. Oh, scheiße. Der meint's ernst. Flashback. Ich bedauere diesen Verrat nicht wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Doch. Ey, das ist Prophet. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Aber ein alter Mann. Okay, sorry, da musste ich ganz kurz die Aufnahme beenden. Yeah, und zwar mittendrin. Okay. Haltet ihn auf. Ich zeige euch den Flashback gleich nochmal. Aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Was? Besser Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Terra, nein! Terra, hören Sie mich an! Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Oh. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Prophet und Gould rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Boah, es ruckelt wie Arsch, ey. So scheiße. Falls man das so sagen kann. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreave rausschaffen. Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Aber er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich habe es ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Okay, könnten Sie mal bitte gleich speichern, denn ich möchte eigentlich nicht den Flashback hier außen vor lassen. Ich würde den ganz gern kurz in den Echos zeigen. Danke. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz ins Hauptmenü und schauen uns nochmal kurz das Ding an. Sammlerstücke? Ist das Sammlerstücke? Nein, das ist freigeschaltete Profit Vermächtnis. Das hier ist es. Also wir schauen uns nochmal kurz an. Ist jetzt leider etwas kleiner und alles, aber ging gerade nicht anders. Tut mir leid. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben mich belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Ich komme, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können Sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Du vor allen Dingen, aber... Naja, nochmal, sie brauchen wir es nicht. Vor allen Dingen mache ich jetzt hier erstmal einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.